Ja, guten Morgen aus den Philippinen. Jetzt der zweite Tag, beziehungsweise inzwischen der dritte Tag nach der Installation. Und jetzt zeige ich die Anlage. Hier ist eben, wie sichtbar, die 8 Paneele auf dem Dach. Eigentlich hatte ich gedacht, auf der Rückseite vom Haus eben zu installieren. Das ging leider nicht, weil die Dachkonstruktion eben die Paneele da einfach nicht zulässt. Aber der Ariel hat das richtig gut gemacht. Dann seht ihr, es ist durchwegs bewölkt, also eigentlich schon mehr als bewölkt. Gestern hat es geregnet, deswegen war gestern der Harvest an Strom nicht so viel. Und jetzt zeige ich euch eben die installierte Anlage und wie die funktioniert. Hier kann man schon mal sehen, wie eben das Kabel zum Haus läuft. Das zweite Kabel kommt jetzt von da oben. Ja, kann man im Prinzip gerade so erahnen und geht dann hier gut befestigt an der Hauswand runter in den Übergabepunkt nach innen. Und vom Übergabepunkt nach innen geht noch ein Metallrohr runter. Da drin ist das Erdungskabel und das geht dann hier eben zu einem 3 Meter langen zu einer Erdungsstange aus Kupfer. Die haben die händisch halt reingehämmert. Und im Haus gibt es dann den Generator. Jetzt muss ich meine Lesebrille aufsetzen, sonst kann ich nämlich nichts erkennen. Also hier nochmal innere Übergabepunkt, ja, zum Sicherungskasten. Und da drin laufen die Kabel rein, raus, die verschallt. Ja, versteht kein normaler Mensch. Und dann haben wir hier eben die Anlage, bestehend aus dem Inverter. Hier ist der Sicherungskasten, da kann man noch mal gerade ein bisschen drauf. Ja, in den Metallrohren laufen die Kabel. Kann man also sehen, er hat das richtig super gemacht. Ja, also alles schön abgesichert. Und das ist halt, wie gesagt, die Batterie. Und die Batterie muss einfach im Prinzip in der Nähe des Inverters sein, weil die Kabel, die ihr seht, die sind so dick. Das ist also kein dünnes Kabel, weil die Batterie wird ja mit maximal 100 Ampere geladen, beziehungsweise eingestellt ist 80. Das heißt, da läuft ordentlich Saft durch und das Kabel kostet halt ja locker 2-3 Euro pro Meter. Das heißt, hätte ich den Inverter weiter weg gemacht, dann würde im Prinzip das Kabel allein zu teuer sein. Und dann sieht man jetzt hier, wie die Anlage arbeitet. Links oben seht ihr 1,22 Kilowatt kommen gerade von der Solaranlage rein. Es ist 9 Uhr morgens, es ist bewölkt. Ja, zurzeit seht ihr, ist da eben bewölkt, deswegen nur 1 Kilowatt. Darunter ist die Batterie, ja, und ihr seht auch die animierten Pfeile. Es kommen also 1,1 Kilowatt rein, aber das Haus unten rechts verbraucht zurzeit nur 340 Watt. Und deswegen geht ein Pfeil eben in die Batterie. Das heißt, von der Solaranlage gehen jetzt 600 Watt Ladeleistung in die Batterie rein. Und oben rechts seht ihr eben den Stromversorger Weco und der steht auf 0, weil es wird kein externer Strom benutzt. Die Solaranlage komplett versorgt das Haus und vielleicht haben wir Glück, wenn jetzt gleich mal die Wolken weggehen, dann seht ihr, dass jetzt um 9 Uhr schon 3 Kilowatt und mehr an Solarleistung erzeugt werden. Ich habe also ausreichend Leistung, um eben das Haus zu versorgen und die Batterie über den Tag zu laden. Aber momentan, naja, es geht ein bisschen hoch. 1,19. Ja, aber wie gesagt, zur Zeit morgens, wenn es noch kühl ist und die Aircons nicht laufen, seht ihr halt, reicht der Solarstrom locker aus, um das Haus zu versorgen und die Batterie zu laden. Jetzt scheint die Sonne kommt mehr raus und ihr seht sofort, geht die Leistung hier der Solarpaneele nach oben. Jetzt wird es noch sonniger, sehe ich draußen und ihr seht, zack, wie das richtig nach oben geht. Also die Paneele liefern ja maximal 4 Kilowatt. Das heißt, boah, sogar 4,8. Also jetzt ist sogar schon eigentlich mehr Leistung, als ja, gesagt wurde.
Das sind 8 Paneele, 500 Watt, also eigentlich dürften die 4,00 liefern, aber jetzt sind voll ausgelastet und das schon um 9 Uhr morgens. Das heißt, an einem sonnigen Tag liefert die Anlage wirklich mehr als genug und ihr seht unten, die Batterie wird jetzt mit 3 Kilowatt schon geladen. Das heißt, und jetzt kommt eine Wolke und zack geht die Leistung runter. Ja. Aber wie gesagt, die Anlage ist gut ausgelastet und ihr seht eben, als eben volle Leistung da war, wurden mal eben 3 Kilowatt in die Batterie geschickt. Und das bedeutet, da das eine 50 Volt Batterie ist, flossen da eben 60 Ampere durch die Leitung. Und dafür braucht man eben eine dicke Leitung. Das kann man mit einer normalen 2A-Ring nicht mehr machen. Den Inverter haben wir hier oben mit einer Kühlung versehen, weil normalerweise braucht der ja Platz für die Abluft. Und derzeit läuft da so ein Computerlüfter, der ist ein bisschen laut, das wird noch gemacht. Gleichzeitig ist das noch offen. Ich muss jetzt eben dem Carpenter hier eben noch sagen, er soll mir hier so ein kleines Metallgitter vormachen, dass da dann keine Kinder hinterher laufen. Ihr seht also, die Anlage ist eigentlich ausreichend geplant mit 4 Kilowatt an einem sonnigen Tag. Ich habe vorhin schon mal um 7 Uhr morgens, da war es noch ein bisschen dunstiger, da kommen schon 1,2 Kilowatt rein. Also ich gehe locker davon aus, dass ich 8 Stunden am Tag die Batterie mit mindestens 1 Kilowatt laden kann. Gestern war eigentlich ein toller Tag zum Inbetriebnehmen, aber Problem, gestern Morgen hatte es geregnet, nachdem dann der Ariel gekommen war, um eben zu installieren. Dann ließ zwar der Regen nach, aber es war halt den ganzen Tag gestern bewölkt und die Batterie konnte im Grunde nicht wirklich geladen werden. Zusätzlich, nachdem ich dann die App installiert hatte, um eben diesen Solarinverter ja auszuwerten, also ich kriege das dann aufs Handy und kann das nachverfolgen. Und das Lustige war dann eben, dass gerade nachdem ich wirklich die Anlage installiert hatte, seht ihr, LOS blinkt rot, weil 5 Minuten nachdem ich die App installiert hatte, ja, und damit mit dem Internet verbunden hatte, brannte draußen dann der Pfosten nieder, über den auch mein Internet geht. Habt ihr ja auf Facebook gesehen, das Bild, das Video habe ich auch, aber das muss ich erst am Computer installieren. Also das Universum versucht mit allen Mitteln eben meine Arbeit zu behindern. Ich muss jetzt locker wieder eine Woche warten, bis wohl das Internet repariert ist, weil Glob erstmal alles neu verkabeln muss, das ist ja weggebrannt. Von daher werde ich dieses Video dann eben in der Mall hochladen, deswegen ist das jetzt auch ein bisschen kürzer. Und ja, ich hoffe, wie gesagt, in 1-2 Monaten gebe ich euch dann mal eine Komplettübersicht, wie die Anlage läuft und wie viel ich spare. Hoffentlich, wenn das Haus dann noch steht. Hahaha, ha, ha. Danke Universum für deine ewigen Einmischen in mein Leben. Wie schon in Green Mile gesagt, I'm tired of it. Good night.